Hallo und ganz herzlich willkommen bei IDEA TV. Der britische Künstler und bekennende Christ Charlie McCarthy hat den diesjährigen Oscar in der Kategorie Bester animierter Kurzfilm für den Streifen The Boy, The Mole, The Fox and the Horse gewonnen. Gegenüber der US-Nachrichtenplattform CBN News sagte McCarthy, er sei bis vor rund 25 Jahren Atheist gewesen, bis ihm ein Kirchenlied die Augen für die Schönheit der Menschen geöffnet und damit den Beginn seiner Kunstkarriere eingeläutet habe. Als Maler und Autor wolle er mit seinen Werken den Menschen nahebringen, dass Gott sie liebt. Jeder zweite Deutsche ist bereit, für den Klimaschutz persönlichen Verzicht zu üben. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag von IDEA. Rund 30% der Befragten hingegen wollen keinen Verzicht üben. Die niedrigste Bereitschaft, zum Klimaschutz beizutragen, zeigt sich bei den 18- bis 29-Jährigen mit knapp 40%, die höchste bei den über 70-Jährigen mit 60%. Insgesamt ist den Ergebnissen zufolge die Verzichtsbereitschaft bei Gutverdienern deutlich größer als bei Geringverdienern. Die evangelische St. Paulus-Kirche in Hamburg-Harburg bietet am 23. März spontane Trauungen und Segensfeiern für Paare an. Das kündigte die evangelisch-lutherische Kirche in Norddeutschland auf ihrer Internetseite an. Die Aktion richtet sich sowohl an verheiratete Paare, die ihr Trauversprechen erneuern wollten, als auch an unverheiratete Partner. Eine ähnliche Aktion ist in Bayern geplant. Dort bieten am 23. März mehr als 12 Kirchengemeinden Paaren den Segen Gottes an. 50 Pfarrer stehen laut der Landeskirche an dem Tag für die Aktion bereit. Indes reißt die Kritik an der geplanten Aktion nicht ab. So sieht etwa Elisabeth Kühfeld, Pfarrerin im mittelfränkischen Ansbach, in den Spontantrauungen eine Abwertung des göttlichen Segens und hält die Aktion für falsch und verantwortungslos. Soweit die IDEA TV Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen noch eine schöne und vor allen Dingen eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis ganz bald.